Hallo meine werten Zuschauer, heute zeige ich euch mal ein Spezialvideo. Und zwar in der Nähe von Eislingen befindet sich ein kleiner Fluss namens die Böse 7 und die B180. Es wäre ein viel schöneres Gebiet gewesen, wenn nicht diese riesigen Betonklötze in der Nähe wären. Und es wäre auch ein entspannender Ort, wenn hier nicht andauernd Autos drüber fahren würden. Und die Brücke hier stehen würde. Eigentlich ein sehr schönes Gebiet. Aber warum musste dieses Gebiet zerstört werden? Nur wegen einer schnellen Straße? Ja, natürlich. Ich zeige euch jetzt mal, wie der Boden hier aussieht. Wir haben das dreckig gemacht. Sollen die Menschen tatsächlich so die Welt hinterlassen? Vermüllen wir Menschen sinnlos die Welt? Wenn ja, schreibt bitte. Tschüss.